Keine Angst, ich mach's auch nicht lange. Ich hatte ursprünglich vor, wirklich jedem zu danken, der mir, der uns geholfen hat. Aber da wären wir noch bis Dienstag hier, deswegen nehmen Sie mir das nicht übel. Ich danke wirklich euch allen hier. Und an allererster Stelle möchte ich mich bei meiner Frau und bei meinen Kindern bedanken. Vielen, vielen Dank. Ja, denn Sie wissen das. Wahrscheinlich war das bei Ihnen in den Familien genauso. Als wir angefangen haben, 2015, da hat die Süddeutsche geschrieben, die AfD ist tot. Wir standen bei 3%. Niemand hat an uns geglaubt. Wir haben an uns geglaubt. Wir haben den heißen Herbst eingeläutet. Wir sind auf die Straße gegangen. Wir haben gekämpft. Damals sechsjähriger Sohn Peter, als er immer diese Aufnahmen von den Demos gesehen hat, der ist dann irgendwann durch die Wohnung gelaufen und hat geschrien, Merkel muss weg! Merkel muss weg! Aber, liebe Freunde, es war ein steiniger Weg, den wir gegangen sind, alle zusammen in den letzten 2 Jahren. Unsere Häuser wurden beschmiert. Unsere Autos wurden angezündet, die Geschäftsstelle wurde mehrfach geplündert, Kollegen sind auch angegriffen worden, Beatrix von Storch, Uwe Junge, Eberhard Rett, ich selbst bin vor wenigen Tagen hier in München angegriffen worden. Ich musste eine Hausdurchsuchung über mich ergehen lassen und das hat gesagt, meine Familie. Und in so einem Klima erfordert das ein Rückgrat und eine enorme Portion Mut, zur AfD zu stehen. Und das haben Sie alle bewiesen. Sie alle haben diese Nachteile ertragen, am Arbeitsplatz, in Ihrem Umfeld. Und das haben Sie aus nicht, weil Sie irgendwelche Vorteile sich davon erhofft haben. Nein, es gibt in diesem Land nur Nachteile, wenn man sich zur AfD bekennt. Das haben Sie alle aus Liebe zu unserem Land gemacht und ich danke Ihnen dafür. Dass die Medien heute hier so zahlreich versammelt sind, möchte ich auch mal ein kurzes Wörtchen an die Medien richten. Denn das ist schon ein spezielles Verhältnis, das wir miteinander haben. Und Sie haben das ja erlebt, dass die Medien nicht die EU-Krise und auch nicht die Wirtschaftskrise, die sich abzeichnet, auch nicht die Migrationskrise oder die anhaltenden Brüche des Grundgesetzes. Auch nicht die Plünderung unserer Sozialsysteme und auch nicht die Kriminalität gegen Frauen und auch nicht den islamischen Terror zu größten Problemen dieses Landes erklärt haben, sondern oft, nein, oft hieß es, die AfD wäre das größte Problem dieses Landes. Liebe Freunde von den Medien, wundern Sie sich nicht, wenn Sie nach so einer Berichterstattung als Fake News bezeichnet werden. Und liebe Freunde vom öffentlichen Rundfunk, wundern Sie sich nicht, dass wir von der AfD für die Abschaffung der GEZ-Gebühr eintreten. Liebe Freunde vom Bayerischen Rundfunk, das war genau umgekehrt gemeint. Ich hoffe, Sie nehmen das auf
und schauen sich das abends vor dem Einschlafen und reflektieren das ein bisschen. Schade, dass Sie gerade kommen. Liebe Freunde, wir haben einen historischen Sieg errungen, ja, das ist richtig. Und da wurden auch unsere besten Wahlhelfer über eine Stunde gezeigt auf dem Bildschirm. Martin, das Heiland Schulz, ja. Angela Merkel und Konsorten. Liebe Freunde, ich will Ihnen sagen, warum und dass unsere besten Wahlhelfer sind. Die politische Kaste hat sich komplett vom Volk entfernt. Wir beobachten, dass die politische Kaste das Volk mit Misstrauen beäugt. Die politische Kaste hat in den letzten Jahren in allen wichtigen Fragen am Volk vorbei entschieden. Gegen das Volk werden Staatstrojaner und das Netzwerkdurchsuchungsgesetz in Anschlag gebracht. Staatlich geschützte Stasi-Stiftungen überwachen den Bürger und beseitigen die Meinungsfreiheit. Und gleichzeitig will man uns weismachen, es gebe gar kein Volk mehr, gar keinen Souverän. Nicht einmal eine deutsche Kultur soll es geben, wenn es nach VW zurückgeht. Liebe Freunde, und dann, wenn unser Spitzenkandidat Herr Dr. Gauland sagt, solche Ministerinnen müssen wir entsorgen, da wird eine künstliche Debatte darüber entfacht, ob man das Wort entsorgen benutzen darf. Nein, liebe Freunde, selbstverständlich gehört solche Regierung entsorgt. Einzige Partei, die für die Freiheit, für die Meinungsfreiheit kämpft, und wir sind die einzige Partei, die gegen die Abschaffung des deutschen Volkes kämpft. Und lassen Sie mich noch mal ein paar Worte zur CSU sagen, weil ich habe so ein Gefühl, das ist einer der letzten Gelegenheiten, dass man noch über die CSU sprechen kann. Zumindest Seehofer, ja, gehört das wahrscheinlich. Ja, liebe Freunde, es gab Zeiten, da konnte man sagen, der Himmel in Bayern ist blau, weil die CSU regiert, nicht? Klar, das war hier der Hausherr. Mittlerweile hat sich die Situation geändert. Die CSU hat alle Fehler gemacht, die sie nur machen konnte. Die hat sich auch komplett vom Volk, die hat sich komplett von Bayern entkoppelt. Sie hat die Menschen hier in Bayern verraten. Es reicht eben nicht, in München das AfD-Programm rauf und runter zu beten und in Berlin dann vor Merkel immer einzuknicken. Damit kann man vielleicht zum ehrenamtlichen Pressesprecher der AfD werden. Aber ich bezweifle, dass man sich lange halten kann als bayerischer Ministerpräsident in so einer Politik. Und liebe Freunde, ich hatte das schon vor Monaten gesagt bei unserem Parteitag. Die CSU ist tot. Ich habe sie verglichen mit einem Fasan, der angeschossen ist, der zwar noch ein bisschen zappelt, aber schon sich im Sinnflug befindet und der hat noch gar nicht gemerkt, dass er tot ist. Aber irgendwann kommt der Aufprall, das garantiere ich Ihnen. Und dass die CSU tot ist, das hat sie bewiesen gerade vor wenigen Tagen, als sie den Wahlkampfabschluss hier in München bestritten hat. Mit wem? Mit Angela Merkel. Liebe Freunde, das ist das Ende der CSU. Liebe Freunde, es ist Zeit, Danke zu sagen. Ich danke
Ihnen allen, ich danke allen Unterstützern, die aus Liebe zu Deutschland und zu unserem Volk uns geholfen haben. Ich danke allen, die für den Respekt vor dem Recht kämpfen, die einen Verfassungspatriotismus an den Tag legen, die unsere Demokratie und unseren Parlamentarismus beschützen wollen. Ich danke allen Partnern, Familien und Kindern, die das mit uns durchgehalten haben. Ich danke euch allen. Und liebe Freunde, wenn Sie mich fragen, was will ich im Bundestag machen, was ist mein Versprechen? Ich verspreche.